Ausführlichkeit seine Kredenzen. Ich bin sehr gespannt und sehr, sehr neugierig. Und er hat auch schon gesagt, da sind auch so einige prominente Persönlichkeiten aus Bad Freienwalde mit dabei. Mal gucken, ob sie alle erkannt werden. Nicht bei null. Das muss ich wirklich auch mal so sagen. Wir haben natürlich ganz konkrete Vorschläge der Stadtverwaltung. Thomas Großkopf, das ist also die erste Person heute und hier, die an uns vorbeiflanieren wird und die quasi dann auch das erste Fotomotiv abgeschrieben. Das Ganze wird natürlich dann auch transportiert, geschoben. Das allererste. Habt ihr wirklich eure So, das Bild 2. Die Gruppe, die auf dem Boden zu erkennen ist. Sie hat die Rostwille einer Szene wirklich als Sackbein vor der Hand. So, zu Nummer 3. 1317. Erste Gruppe. Nehmen Sie sich einen Eimer und werfen das Ticket bitte auf. Wir fangen nochmal ganz von vorne an für alle, die jetzt... Das wäre geklärt. Also das ist nicht viel. Das könnten wir schaffen. 15 Minuten lang Hände rein und nach 15 Minuten erstmal, sagt Herr Lüdecke gerade, geniale Idee mit den schwarzen Händen. Sehr schön. So, Lena, ich würde sagen, ich halte das Mikro
und Sie sagen, wann es losgeht. Für den Rekord die meisten Menschen bei einer Moorbehandlung. 3, 2, 1, go! Ist es zu warm? Diejenigen, einmal durch die Dame, die erweitert Blutgefäße, dann kann man schon mal Meck und Schmerz nehmen. Ja, die Wärme lindert auch schon den Schmerz, aber das nochmal obendrauf. Gegen milden Widerstand, also Dreifachwirkung unseres schönen Moors. Deutlich über 40 Grad. Und zwar so heiß, wie jeder es aushalten kann. Und da dürfen wir, das ist sehr individuell. Sehr gut, liebe Lady. Liebe Patienten, liebe Gäste von nah und fern, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Moorfest und heiße Sie herzlich willkommen hier im Kurpark Bad Rheinwald.